Ja, hallo! Ein neuer Morgen, ein neues Glück, ein neues Leben vielleicht, wer weiß. Wir wollen schauen, was uns der Law of Attraction heute auf den Weg gibt. Gemischelt ist, ich ziehe eine Karte. So zwischen raus. Schneeflöckli. Ich hoffe, es kommt nicht wieder schneien. Ich habe jetzt genug Schnee gesehen. Eigentlich warte ich auf den Frühling, dass es wieder ein bisschen warm wird, dass man ja, neue Energie tanken kann, dass man der Natur zuschauen kann, wie sie erwacht. Ich habe zwar schon ein Zweigchen mitgenommen, das gebrochen war von den Weidenbüsseln, die schon gedrückt haben im Januar. Warte, ich zeige dir es mal schnell. Wo habe ich sitzen? Da werden. Komm gerade! Weil die sind jetzt nämlich wirklich, schau mal, wunderschön also, am Führen glüsseln, die einen, und die anderen schon am Blühen. Das nicht schön. Jetzt habe ich wieder Büsseli. Die sind geschützt, die darf man nicht einfach so nehmen. Aber das Äschli ist vom Schnee, der so schwer war, gebrochen, als ich dort durch bin, um zu schauen, wie sie sich entfaltet haben. Und dann habe ich es heimgenommen und eingestellt. Und das ist jetzt seit etwa zweieinhalb Wochen steht das da drin und jetzt hat es angefangen auszuschlumpfen. Also, zurück zu unserer Karte. Die Aufmerksamkeit auf dem, was ist, erschafft noch mehr von dem, was ist. Viele wollen dich auf die Realität hinweisen. Sie sagen, stell dich den Tatsachen, sieh dir an, was ist. Und wir sagen dir, wenn du nur das sehen kannst, was ist, dann wirst du Kraft des Gesetzes der Anziehung nur noch mehr von dem erschaffen, was ist. Wenn du etwas anderes anziehen willst, musst du in Gedanken über das, was ist, hinauswachsen. Wow. Ist nicht ein bisschen so. Ja, der redet von Corona und sagt, schau, da ist die Realität, schau an, das passiert gerade. Und darüber werden wir deprimiert, wir werden krank, wir werden einsam, wir werden depressiv und vergessen ganz, dass es auf der anderen Seite auch noch Sachen gibt. Es gibt nämlich noch ganze Haufen freudige Sachen, wie das Zweigli, wie die Natur, die sich aufbäumt, die Bäume, die sich gewehrt haben dagegen, dass sie durch die Last vom Schnee, wo sie abgedrückt sind, wieder aufgestanden sind. Und genau so ist es mit unseren Gedanken. Dort an, wo wir unsere Energie richten, dort an, zieht es unser Ergebnis, das wir haben in unserem Leben. Also, wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, schau mal an, wo gibst du deine Energie her? Was erzählst du dir jeden Tag? Was sind die immer wiederkehrenden Gedanken, die dich begleiten tagtäglich? Und überleg dir, was hätte ich lieber stattdessen? Und dann, wie komme ich stattdessen dort dazu? Das ist die Kunst vom Leben. Das ist die Lebenskunst. Und weisst, also es muss alles trainiert werden. Wir gehen in die Muckibude, gell? Gehst Gewicht stemmen. Aber hier, unsere Hirnmuskulatur. Haben wir eigentlich eine Muskulatur im Hirn? Nein, das Hirn nicht. So. Du weißt schon, was ich meine. Der Gedankenmuskel halt, oder? Der Gedankenmuskel, den musst du trainieren. Den musst du trainieren. Und beobachten. Und wenn er ein Gewicht mehr gestemmt hat in eine Richtung, wo du gehen willst, dann darfst du noch ein Gewicht mehr drauflegen und das Nächste nehmen. Das ist die Transformation von unseren Glaubenssätzen. Und wir bekommen das, was wir glauben. Wenn wir denken, alles ist schlecht und alles ist krank und nur, ja, es läuft nicht so, wie es sollte und man kann nie mehr hin, dann kannst du nie mehr hin. Weil dann bleibst du einfach nur noch dort, wo du bist. Aber wenn du denkst, egal, ich gehe gleich. Ich nehme halt den Kaffee mit. Ich nehme ein Picknick mit, wenn ich nicht auswärts essen kann. Dann suchst du dir ein lustiges Plätzchen. Wenn es regnet,
bleibst du im Auto oder suchst einen Unterstand oder gehst du mal einfach noch einmal klingeln und fragst, ob du schnell dort reinkommst, deinen Kaffee nehmen und Sandwich essen, ob sie ein Plätzchen hat für dich, wenn du noch einmal durchlaufst, was einen schönen Wintergarten hat. Das könnte man mal machen. Jetzt lachst du, gell? Aber ich muss mich erinnern, das Marokko in den Ferien war, in Agadir, oder? Was machen sie dort? Sie schaufeln, oder dann zumal haben sie das gemacht, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Dann zumal, sie haben einfach die Leute in eine Gare hineingeschaufelt, sind mit denen von Pontius zu Pilatus, wollte ich sagen, von einem Ort zum anderen gefahren und sie einfach in die Wohnungen von Leuten hineingeschaupelt, um zu schauen, wie die dort leben. Ja, hey, nochmal. Und dann hast du ihnen ein Fränkchen gegeben. Oder ein 50 oder was weiß ich, was dann, wie viel Dinar, was man ihnen gegeben hat. Aber das war dann eher ein Lebensunterhalt gewesen. Und jetzt sind wir doch in einer Zeit drin, wo du halt nie einkehren kannst. Wieso gehst du nicht einfach mal zu jemandem Leuten, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, und machst dieser Person dort eine Freude? Und schaust mal und sagst, hallo, da bin ich. Hast du Zeit? Machst du mir einen Kaffee? Ich habe gerade an dich gedacht und ich finde es schön, wenn du hier schnell vorbeikommst. Oder ja, also du weißt schon, was ich meine. Ich bin ein bisschen, ja, manchmal... du siehst, meine Gedanken sind so schnell, dass manchmal das Hirn gar nicht noch einmal transformieren, mit übersetzen. Mit der Translation, oder? Ja, heute muss ja alles auf Englisch sein. Damit man es versteht, oder? Es kann keiner mehr Deutsch reden. Es wird alles irgendwie in einem Slang verzählt, oder? Aber es ist genau das. Deine Aufmerksamkeit erschafft mehr von dem, was du denkst. Also schau, was du denkst. Und dann erschafft das, was du willst. Freude, Glück, Harmonie, Balance, über das habe ich schon geredet. Das ist genau, es ist immer das Gleiche. Es geht, im Endeffekt kann dir jeder irgendetwas erzählen. Im Kern der Sache geht es immer nur ums Gleiche. Du kannst nur mit dem Herz gut sehen. Nur mit dem Herz kannst du gut sehen. Und wenn jetzt mein Herz würdest spüren, würdest merken, wie das klopft, du, ehrlich, wirklich. Bis zum... Wow. Ich habe gestern eine Übung mitgemacht und das ist ganz einfach. Leg mal deine Hände aufs Herz und hör mal zu, wie dein Herz klopft und spüre mal, wie dein Herz klopft. Und dann tust du ganz tief einschnaufen und ausschnaufen. Und dann spürst du fest in dich rein, was das mit dir macht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye.